Hallo, this video is for Leo Taurus. Hallo Leute, dieses Video ist für Leo Taurus. Und zwar habt ihr mitbekommen, und zwar wegen dem Hacker-Video, weil das wieder mal einer von meinen Gildenmitgliedern ist. Und der hat ja ein Video hochgeladen. Ich habe es euch auch einmal gepostet. Und da auch einer von euch der Meinung war, dass es ein Hack ist, will ich euch mal zeigen, dass es einfach gar kein Hack ist. Es hat mit Kabal Delay was zu tun. Das hat auch jemand anders schon dazu geschrieben. Na gut, fangen wir erstmal an. So, in diesem Teil zeigt er uns einmal, wir sollen aufpassen, und zwar Watch Clear at 1,45 Down plus Instant Fade Step. So, jetzt passt mal genau auf. Und zack, er ist er hingefallen, wie ihr es sicherlich gesehen habt. So, ich habe den gleichen Test mit meinen Gildenmitgliedern gemacht, und das will ich euch auch nicht entgehen lassen. So, hier zeige ich euch das einmal mit Nicole. Zack, sie ist auch umgefallen und ist weggesteppt. Nochmal hier für euch in Slow Motion. Also wie gesagt, das ist totaler Bullshit, was er da erzählt hatte. Also, wie ihr seht, sie fällt um und macht dann Dash. Wie geht das? Ist Nicole jetzt auch am Hacken? Das würde mich hier aber wundern. Hier haben wir nochmal einen anderen Beweis. Hier mache ich es nochmal mit Nicole. Sie ist umgefallen, macht wieder Fade Step. Nochmal in Slow Motion. Sie fällt um, macht Fade Step. Also, Leo Taurus, das ist Bullshit. So, ich habe natürlich noch mehr gemacht. Hier, einmal mit Togi, auch einer von meinen Gildenmitgliedern. Zack, ihr macht genau das Gleiche. Pass mal auf, machen wir nochmal in Slow Motion. Er fällt um und dasht weg. Soll das jetzt heißen, alle, die das machen können, sind Hacker? Hier, nochmal, mit XT habe ich das gemacht. Da, genau dasselbe. Also ist echt wirklicher Bullshit. So. Und das nächste ist natürlich das mit der Range. So, hier zeigt er uns einmal wegen dem Range-Check angeblich. Schreibt er auch gleich hin. Nice Range. Falls ihr das gesehen habt bei meinem Nation War-Video, müsstet ihr eigentlich gesehen haben, dass ich das auch schon oft gemacht habe. Das heißt, dann benutze ich ja auch einen Range-Check. Oh, ihr habt mich alle enttarnt. Meine Güte. Ich zeige euch das einmal, welches Video ich damit meine. Hier zum Beispiel, falls ihr das war, die Kill-Serie Nummer 1. Dort hatte ich ja den Warrior gehabt. Und ehrlich gesagt war das ja auch eine Range, die unmöglich ist. Und zwar seht ihr das gleich mit dem Seal of Damnation. Der will nämlich gerade abhauen und ich erwische ihn mit Seal of Damnation. Und normalerweise, wie ihr das seht, der ist aus meiner Range. Ja, das ist wirklich unreal. Und das ist einfach nur, weil es Delay ist. Oder ich benutze jetzt auch Raincheck. Ja, kann ja auch sein. Reimt euch selber drauf ein. Ich habe ja noch ein. Warte, ich habe ja noch eins. Und zwar, nämlich hier. Das war der zweite Teil. Und zwar ist hier gleich ein Archer, den ich gleich ein bisschen attacken werde. Und da ist er. Und ich mache wieder den gleichen Scheiß mit dem Seal of Damnation. Er geht aus meiner Range. Und ich erwische ihn. So, also das ist totaler Bullshit. Also ganz ehrlich, das ist echt, hat echt was mit der Delay zu tun. Wenn ihr mir das nicht glaubt, nimmt zwei Rechner, stellt sie nebeneinander. Ich habe das selber getestet hier bei mir zu Hause. Ich habe ja einen zweiten Rechner hier hinter dem Grund. Das wisst ihr ja. Und ich habe das echt mal getestet, habe beide nebeneinander gestellt, also Monitor, so dass ich die beide sehen konnte. Habe mich eingeloggt, habe mich nebeneinander gestellt, habe mit dem einen ein Skill gecastet und auf den anderen geguckt und auf dem anderen Bildschirm kam das erst eine halbe Sekunde später. Und das sind diese Delays, warum ihr denkt, dass es alles Hacker sind. Vor allen Dingen ist das mit dem Nicht-Aufstehen. Das hoffe ich, habe ich euch jetzt klar deutlich bewiesen, dass es so ist. So, der nächste Fall, was er ganz am Anfang gesagt hatte, wäre, dass es schneller ist als ein Wizard. Das gucken wir uns jetzt auch mal an. So, und hier zeigt er einfach, dass er, der Wizard, dass der Archer angeblich schneller ist. Ich sehe ihn noch nicht mal. Da sieht man Reut weglaufen. Und er macht ganz normal Dash Fade Step. Also weiß ich nicht, was er hier hat. Hier zum Beispiel. Guckt genau auf Reut. Achtet nicht auf den Text da unten, weil darauf habe ich die ganze Zeit geachtet. Er benutzt ganz normal Fade Step und Dash. Also ich sehe ihn nicht, weil er gleich hier unten schreibt, er benutzt doppelt Fade Step irgendwie an einem Spot. Das sehe ich nicht. Für mich ist das ganz normaler Fade Step Dash kein Hack. Ein Hacker würde nie sowas tun. Der würde
instant auf Fate Step drücken und dann weg ist er. Der ist so lahmarschig. Und zum Beispiel da, das wäre auch ein Raincheck gewesen, ne? Leotaurus. Ich weiß, der versteht mich nicht, aber das ist mir scheißegal gerade. Mir geht das echt tierisch um Piss. Und das auch wieder, der Text. Er ist zu schnell für einen Wizard. Überlegt er gar nicht mal, dass er als Wizard die ganze Zeit am Attacken ist und kein Wunder ist, warum er ihn nicht einholen kann. Er hat ihn doch jetzt zigmal attackt. Also das heißt, er hat ihn sogar eingeholt. Also da könnt ihr mir nicht erzählen, dass er ein Hack benutzt hat. Das war für mich ganz normal Dash und Fade Step. Naja, für mich hat sich die Sache jetzt erledigt. Denkt, was ihr wollt. Also für mich ist das kein Hack. Also ich sehe da kein Stück was. Also das Größte, was ich sehe, sind halt die Delays. Bei ihm ist es ziemlich extrem, finde ich. Und das ist ja sowieso der Hammer, was er geschrieben hat. Also in den Kommentaren. Er schreibt, don't tell it's lag or something. I don't have any legs there. Enjoy. Zu mir hat er geschrieben, am Wochenende. Er hat einen schlechten PC. Er hat schlechte Internetleitung. Und schreibt aber im Video, er hat keine Legs da drinne. Das finde ich auch sehr cool. Und das Krasse ist, der stalkt den ja jetzt richtig. Also, es ist ja eigentlich nicht so. Normalerweise mache ich so in der Videos nicht, ne? Aber es geht mir einfach nur tierisch auf den Piss, wie dumm man sein kann. Ganz ehrlich, um mich, also, ich wurde ja die Tage nur noch genervt von den Tüten. Er hat mich dicht gespammt bis zum geht nicht mehr. Meine ganze Mail-Liste vollgeballert. Also, das war echt der Hammer. Und jetzt stalkt er ihn auch noch. Angeblich hat er, war auf Channel 6 heute und hat verkauft. Ich habe meinen Shop reingeguckt, klar. Was er verkauft hat, war Crit-Ring Plus 1. Eine Mithril-Boots. Er hatte sogar zwei Boots drinne für einen Archer. Einmal Mithril-Boots mit 5M. Der hat besseres Zeug. Das war nicht sein Set, was er verkauft hat. Aber, na gut. Bilde dir darauf ein, was ihr wollt. Zumindest gibt mir der Typ tierisch auf den Sack. So, ich weiß, dass der Typ auch mir kein Wort verstanden hat, aber ich hoffe, euch hat mal die Analyse mal ein bisschen gefallen. Ich fand das auch mal sehr interessant, das Wort zu machen. Also, wenn ihr das anders seht, sagt es mir. Also, ich erkenne kein Meter einen Hack. Na gut, ich verabschiede mich. Viel Spaß weiterhin und wir sehen uns.